Hey Leute, der Gryvan, willkommen zur nächsten Runde von Total War of Three Kingdoms. Wir zocken immer noch als Liu Bei und sind dabei, die Kleinstadt Langye einzunehmen vom Han-Kaiserreich. Und ich glaube sogar, ich werde trotzdem mal die Runde noch warten. Wir können unsere Einheit benutzen, um die zu übernehmen. Ich bin mir noch nicht sicher, wenn eine Armee drin ist, ob das da auch geht. Das werden wir gleich mal herausfinden. Er sagt mir, wir können, wenn wir wollen, noch die Taishan-Region verbessern, indem wir entweder ein richtiges Grundbuchamt reinhauen oder das Bevölkerungswachstum nochmal nach oben gehen. Aber ich sehe hier gerade, unsere Bevölkerung ist fast auf Maximum. Das bedeutet, wir müssen erstmal die Ortschaft ausbauen. Kriegen wir nämlich eine Kapazität von 100.000 mehr. Das müssen wir leider erstmal so machen. Wir haben immer noch genug Kohle. Wir machen 1.000 pro Runde. Ja, echt noch überlegen, ob wir irgendwo noch. Wir haben keinen General. Wenn ich hier einen Legendären sehe, dann würde ich den mir auf jeden Fall mal nehmen. Aber so momentan. Guti, dann würde ich sagen, machen wir einmal eine Runde noch. Damit wir hier doch noch ein bisschen Armee bekommen. Nur für den Fall das. Und falls er nach vorne kommt und doch zu uns rein marschiert, tappt er hoffentlich genau in den Hinterhalt. Aber es sieht leider nicht so aus. Das gehört zum Hahnreich. Na, ich bin mal gespannt. Ich werde mal reinmarschieren. Unsere Ressourcen sind eigentlich voll. Also 99 knapp, aber bin ich hier mit dem nicht im Krieg oder so? Nicht heute. Nicht heute? Eigentlich doch schon, oder? Nee. Ah, Aktion für die Siedlung wählen. Wir könnten trotzdem angreifen oder wir annektieren sie einfach. Wir verwenden quasi 50 unserer Einheitspunkte. Mit Überzeugung, Argumenten kann die Siedlung dazu gebracht werden, sich kampflos zu ergeben. Sie wird euch sofort übergeben werden. Machen wir doch einfach mal. Eroberung der Siedlung. Bla bla bla. 521.000 Bevölkerung. Liu Bei sieht die Gelegenheit und bla bla bla. Okay, das kennen wir. Wir kriegen Einheit wieder dazu. Für 3 Runden, 6 Stück. Also wir haben trotzdem mehr verloren. Aber dafür haben wir völlig kampflos die Dings bekommen. Da er Ländereien kontrollieren muss, kümmert Liu Bei sich um heimische Angelegenheiten. Im Krieg dürfen wir keine Gnade walten lassen. Zu Hause dürfen wir nicht in Trägheit verfallen. Mit dem jüngsten eroberten Territorium können wir Infrastruktur verbessern und unsere Schatzkammer wieder auffüllen. Den Reichtum werden wir in unsere Zukunftspläne investieren und den guten Menschen ehrliche Arbeit bieten. Eure Wirtschaft wächst, errichtet oder verbessert ein Gebäude, das ist kein Problem. Jetzt müssen wir nur gucken, kann ich mich noch bewegen? Ne. Wir haben keine Punkte mehr zum Laufen. Ja, wir haben hier nichts kaputt gemacht. Wir haben hier aber noch einen Fischerhafen. Ach, hier unten. Oh, die ganzen Dinger gehören auch noch dazu. Okay. Ich würde aber trotzdem eigentlich gern das hier einnehmen. Dorfoberhaupt.
Shen Kong. Meisterhafter Magistrat. Ist aber kein Legendärer, aber er ist schon Level 2 und er ist eigentlich kurz vor legendär. Ja, ich würde eigentlich gern hier oben noch eine Armee gründen. Wir machen eigentlich übelsten Plus. Lang, okay. Können wir irgendwas verbessern noch? Wir können hier irgendwas bauen. Wir haben die Sachen echt so komplett übernommen. Gut, die Garnison muss ich erst wieder aufbauen, aber alles andere. Das ist echt heftig, ey. Wir machen auch übelste Kohle. Dann würde ich aber sagen, machen wir jetzt doch erstmal die Runde zu Ende. Gucken mal, was die Armee da macht. Wir werden Vasall. Wir müssen sogar noch dafür bezahlen. Noch regelmäßig zahlen. Also das ist ja kompletter Blödsinn. Und wir sind dann aber im Frieden. Na juhu. Nee, danke. Ja, sehr großzügiges Angebot. Oh. Ich muss mal die Karte wieder einordnen. Ich weiß überhaupt nicht, wo hier was ist. Fraktionsfolge. Oh, Tau Qian ist gestorben. So, eure Wirtschaft wächst. Perfekt. Jeder so, wie er es vermag. Mein Herr, die Generäle unter eurem Befehl sind talentierte Persönlichkeiten. Ja, okay, wir sollen jemanden einen Auftrag rausschicken. Kriegen wir auch nochmal mehr Einheit. Irgendwo ist doch jetzt hier. Hier oben ist ein Typi. Unsere Garnison hier sind 6 Leute. Na, das ist kein Problem. Okay, der kann da ruhig hin und her wurschteln. Einfach nur Bevölkerungswachstum. Okay. Getreidesilo, es kostet ja nicht so viel. Da sind wir noch meilenweit von entfernt. Kann ich eigentlich sehen, wie hoch hier die Korruption ist? Prozent. Okay. Es wäre natürlich einerseits cool, wenn wir das jetzt ausnutzen würden, dass für unsere Bausachen reduziert sind, aber Platz ist hier. Ich weiß jetzt nicht, wo der hier hinläuft. Aber hier sind ja auch Mauern. Und unsere Garnison wächst auch wieder. Wir sind hier eigentlich auch voll. Frage, kommen wir in der nächsten Runde da noch mit hin?
Naja, ich glaube, ich gehe gleich durch. Angreifen. Mit dem Himmel! Kräfteverhältnis ist so lala. Aber das ist okay. Wie gesagt, dadurch, dass wir hier Mauern haben, bin ich da eigentlich recht zuversichtlich, dass wir das verteidigt kriegen. Ich würde trotzdem mal gucken, ob wir diplomatiemäßig... Ne, Zhao Zhao ist leider nicht an Frieden interessiert. Okay. Ja komm, es wäre eigentlich klug, wenn wir irgendwas bauen. Dann machen wir jetzt hier einfach noch das Getreidesilo und dann ist gut. Das können wir, wie gesagt, später immer noch umbauen. Tja, wo willst du hin? Vernichtung, Huan Chao. Diese Fraktion gibt's nicht mehr. Okay. Zwei ehemalige Generäle aus Dongzhus Fraktion Guanxi und Lui haben der Hauptstadt rebelliert und für weiteres Chaos der Fraktion gesorgt. Bürgerkrieg. Tja, jetzt überlegt er sich vielleicht nochmal, ob er uns hier als Vasall will oder nicht. So, die Garnison wächst. Bleibt aufrichtig. Für Gerechtigkeit. Angriff. Wir hungern die mal aus. Für den Fall, dass er nicht doch selbst angreift. Ist mir irgendwie ein bisschen besser. Irgendjemand ist Level up. Oh, er hier. Öffentliche Ordnung, wenn er Kontorei verwaltet. Das klingt doch gut. Hey. Vertrauensvoll. Im Frühling kommt Gerechtigkeit ans Licht. Ich würde ihn, glaube ich, gern nehmen. Wir haben echt keine Generäle hier in dem Ding. Vielleicht können wir ihn später noch kicken oder so, aber... Ah, wir können keine Armeen mehr machen. Das ist ja listig. Okay. Aufträge können wir auch nicht machen. Das ist immer noch dabei. Ja, wir müssen unbedingt hier nächster Magistrat werden oder irgendwas. Dann kriegen wir nämlich zwei Armeeplätze. Okay. Eieiei. Okay. Wir haben eine nächste Reform frei. Noch ein Handelsabkommen. Mehr Militärvorräte und wir schalten die Yi-Infanterie frei. Das ist eigentlich relativ gut. Das machen wir mal. Ich lehne ab. Ich habe noch gar nichts gesagt. Fraktionsunterstützung, okay. Nicht heute. Gut, dann würde ich sagen, nächste Runde.
keine Schritte gegen euch unternehmen. Nee. So sei es. Ich habe wenig Nahrung, die kann ich nicht noch weggeben. Okay. So, er greift mich an hier. Mit 1600 gegen 1500. Hat seine Garnison dabei. Ich würde es einfach mal machen, das Gefecht. Wir haben so wenig Gefechte hier bis jetzt. Die Geschichte ist auf unserer Seite. Bruder, lasst uns gemeinsam voranschreiten. Trinkt auf unseren neuen Feind. Nun tötet sie. Alles klar. Also wie gesagt, mit den Einheiten bin ich eigentlich relativ sicher, dass wir das hier gewinnen. Die Aufstellung finde ich okay so. Vielleicht noch ein Stück nach vorne. Und dann werden wir das gleich mal so machen. Ach shit. Feindliche Verstärkung ist auf dem Feld. Ja, wir müssen uns ein bisschen beeilen, bevor die Verstärkung hier kommt, dass wir vielleicht die Armee schon mal angreifen. Wie gesagt, wir schicken Zhang Fei und Guan Yu da einfach wieder komplett rein. Vielleicht können die auch die beiden Kommandanten schon mal ausschalten. Relativ. Da, warte mal, wir wie gesagt, wir haben ja ein paar Einheiten, die noch am Recovern quasi sind. Wir schicken die mal hier mit rein. Die sollen ruhig schießen, auf was sie wollen. Die schicken wir mal hier hin. Die schicken wir hier hin und machen wir mal Go. Unser edler Kamerad wurde angegriffen. So, da hinten kommen nämlich schon die nächsten Einheiten. So, wir schicken die hier auf jeden Fall rein. Die schicken wir rein. Es ist soweit. Liu Bei schicken wir vor. Der ist schon am Rückzug. Oh, unsere Einheiten auch. Die Yi-Milizen. Oh. Ihre Einheit flieht. Feiglinge in den Kampf. Da schreppert er durch. Obwohl wir nicht unbedingt so tief reinschicken lassen sollten. So, die schlagen die hier zurück. So, hier hinterher. Denen geht hier langsam die Munition aus. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Munition! Zieht eure
eure Waffen! Ja, keine Munition mehr. So, die ziehen sich alle zurück. Hier sind noch ganz schön viele Bogenschützen da hinten. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Kann sein, dass die hier sich noch sammeln, aber wir werden jetzt erstmal wieder in Position gehen. Ja, den lassen wir mal ruhig hier hinten. So, unsere Bogenschützen haben kaum noch Muni. Ja, die sind echt kaum beschädigt hier, unsere Hop-Dudes. Das meine ich halt, also die sind so krass. Kavallerie. Du gehst mal hier hin und die andere Kavallerie. Du gehst mal hier hin und go. Die Obey schicke ich auch mal nach vorne und die beiden schicke ich auch mal ein bisschen nach vorne. Die will ich aber ungern zum Kampf einsetzen. So, wie gesagt, die lasse ich hier mal in Ruhe, die sind schon zu stark beschädigt. So, mit ihm können wir hier mal die bindende Wut machen. Liu Bei. Liu Bei kann denen hier so ein Schildwall geben, Steinwall. Wir gehen mal weiter vor und... So, die rennen da rein und ihr macht die mal kaputt. Die hauen jetzt schon ab. Lol. Wir wollen ja noch reinstürmen. Piu, piu, piu. Okay. Das haben wir noch gut besiegt hier. Gefecht beenden. Knapper Sieg. Was? Ja, wie gesagt, unsere Einheiten waren halt nicht komplett replenished. Also voll. Wenn Sie von Helden sprechen, wird mein Name fallen. Da nehmen wir Einheit oder lieber... Na komm, Einheit. Lasst unsere mutigen Feinde frei. So, die haben uns ja angegriffen, deswegen haben wir es noch nicht wirklich erobert. Nur Mut! Für den Frieden! Jetzt delegieren wir aber mal. Zeigt,
dass der Himmel reine Herzen vorzieht. Nur durch Wachstum wird das Wort verbreitet. So, in der nächsten Runde werden wir hier zurückrennen. Ich bete, aber ganz schnell. Guerilla-Aufstellung ist auch nicht schlecht, aber hier Angriffsbonus. Das können wir reparieren. Grundbuchamt. Mehr Nahrungsproduktion und mehr Bevölkerungswachstum. Ja, das können wir auch mal machen. Und bei Dong. Ja, das sind jetzt so die teuren Dinger. Das brauchen wir eigentlich nicht. Da verlieren wir auch Nahrung. Oh, wir haben null Nahrung. Das heißt, wir sollten hier doch mal so einen Fischhändler machen. Das ist hier ein bisschen nervig, der Typ, leider. Man doch erstmal kaputt machen sollen. So, dann machen wir aber. Wie sieht's mit dem Prestige eigentlich aus? 36 von 80, das dauert noch ewig. Das heißt, wir kriegen hier diese Einheit. Nein. Immer vorwärts. Komme, was wolle. So, wir gehen in den Marsch und bewegen uns mal hier hin. Wenn die uns angreifen sollten, dann können wir mit unserer Garnison verteidigen. Beziehungsweise können wir nicht sogar angreifen. Und ja, okay. Verstärkung 1300. Wir delegieren das mal. Und dann haben wir den besiegt. Ja. Wir nehmen mal die Einheit. Ich will hier unbedingt in den nächsten Sprung rüber. Oh, das ist so. Oh, das wird teuer. Okay, alles beschädigt. Okay. Der hier ist nicht besonders glücklich, leider. Können wir das irgendwie ändern? Der kriegt hier List. Dann würde er theoretisch aufsteigen. Der ist nicht ganz so glücklich. Geben wir eben mal noch das hier. Okay, mehr können wir nicht machen. Dann go. Oh, fuck. Oh, oh. Ich guck mal, ob ich mit Cao Cao Frieden schließen kann. Oh, shit. Ablehnen. Das ist natürlich heftig hier. Es kann sein, dass wir jetzt die Stadt hier verlieren. Und ich weiß auch nicht, ob wir die Armee hier besiegen können. Krankheit. Eine Krankheit verbreitet sich im Heer. Aber dahinter steckt keine Seuche, sondern ein Gift. Du Assi, ey. Heftig. Aber zum Glück steigern wir trotzdem noch. Boah, das ist ja heftig. Moment.
Diplomatie. Ihr müsst euch auf diplomatischer Ebene mit anderen Kriegsherren und Fraktionen beschäftigen. Prüft, ob ihr eine Einigung finden könnt. Minus 14. Die Eisenmine. Ich meine, wenn wir unser ganzes Geld geben. Nichts Angriffspakt ist ihm was wert. Der Typ ist ihm 4-3 wert. Ne. Okay, das ist schwierig. Nicht heute. Guckt euch das an, ey. Der Ruhm winkt. Wir sind immer noch im Marsch. Das ist jetzt natürlich ärgerlich. Fraktionsunterstützung ist noch nicht komplett gegeben. Ja, plus 20. Okay, wir bräuchten noch eine Runde, dann wären wir theoretisch da. Die Frage ist, ob es reicht. Bringt eigentlich nichts, wenn wir es reparieren, ne? Das wird doch eh zerstört. Okay, naja, können wir nichts machen. Das heißt, wenn wir Pech haben, kommt in der nächsten Runde hier der absolute Dampfhammer. Belagert weiter, okay. Eure Bevölkerung ist so stark gewachsen, dass die Priorität nun auf der Nahrungsproduktion liegen sollte. Erweitert eure Territorien, um weiteres Ackerland zu sichern oder weitere Bauernhöfe zu bauen. Schnauze, danke. So, warte mal, ich kann hier das Territorium nicht sehen. Meine Treue ist so stark, wie mein Bart lang ist. Erkennt eure Fehler und behebt sie. Das Schicksal ruft. Ich muss hier von der Seite reinkommen. Ich kann nicht hinter ihm kommen. Das heißt, eine Runde muss ich noch warten. Okay. Durch dieses Gift, ey, ist unglaublich. Level 4. Friedenswächter. Ja, das Wichtige ist erstmal, dass wir das jetzt schaffen. Ach, wir sind hier Minus, deswegen. Unsere Reserven sind auch schon aufgebraucht. Bewässerte Bauernhöfe. Das
Das kostet nur 1,3. Das geht ja. Okay, dann ich mache mal jetzt nochmal eine nächste Runde. Ich will mal gucken, was jetzt passiert. Oh, er greift an. Alles klar. Dann würde ich doch mal sagen, machen wir hier einen Cut rein. Mein Plan wäre es jetzt, wir versuchen so gut wie möglich zu verteidigen. Die Stadt wird definitiv fallen. Versuchen ihn aber so viel Schaden wie möglich reinzudrücken, um dann mit der anderen Armee hier reinzugehen und ihnen den Rest zu geben. Soweit der Plan. Ob es dann klappt, werden wir gleich sehen. Ich bedanke mich erstmal fürs Zugucken. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und dann sehen wir uns hier schon fast zu einer kleinen entscheidenden Schlacht hier. Weil wenn wir Cao Cao jetzt besiegen sollten, dann haben wir ihm auf jeden Fall einen erheblichen Schlag in seiner Expansion gegeben, weil er muss erstmal seine ganze Armee dann wieder neu auffüllen. Wichtig ist für uns, dass wir hier so gut wie möglich verteidigen. Wir haben ja auch ein paar Bogenschützen. Könnten versuchen, mit der Kavallerie hinten rumzugehen. Aber er hat wirklich enorm viel Einheiten. Also da müssen wir mal gucken, ob wir das irgendwie schaffen. Seid auf jeden Fall gespannt. Die nächste Folge wird interessant. Ich bedanke mich fürs Zugucken. Euch noch einen schönen Tag und bis dann. Bye, bye.